So, hallo, wir machen weiter bei Portal Reloaded. Letztes Mal, keine Ahnung. Wir haben halt Kammern gespielt. Wir spielen die ganze Zeit Kammern. Also, warum sollten wir nicht einfach weiter Kammern spielen? Ich glaube, die letzte Kammer war die mit diesem großen... Only once you die can we take your atoms and recreate your body for continued perpetual testing. Das haben wir schon mal gehört. Ah ja, weil ich da noch reingehen muss. Stimmt, ich bin da noch nicht reingegangen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, das Spiel hatte ein Update runtergeladen und scheinbar wurde ein Bug gefixt, mit dem die finale Mission sozusagen teilweise nicht schaffbar wurde. Also man konnte die irgendwie sich versauen und jetzt kann man das scheinbar nicht mehr. Also alles gut. Ein Hotfix. Wird mich nicht weiter betreffen, weil jetzt ist ja der Hotfix da. Gut, dass ich es noch nicht so schnell gespielt habe. Yo. Okay, gucken wir mal, was in diesem Part uns entgegengeworfen wird und womit unsere Gehirnzellen geschmolzen werden. Ich wollte gestern schon aufnehmen und dann habe ich fünfmal die Switch, geht schon los. Und dann habe ich erstmal die Switch angeschlossen und so und eingeschaltet. These lasers should provide a fun change of pace. Ach. Please be aware that some test elements may only be functional in one timeline. Ach du Schande. Jetzt kommen auch noch Laser. Ja gut, das ist klar, dass noch Laser. Jetzt muss jedes Element noch dazu kommen. Oh, das wird ja... Oh, das wird richtig böse. Wenn wir Laser durch die Zeit schicken... Oh, Himmel, hilf. Oh Himmel, ich will, oh Gott. Wir, vielleicht sollten wir uns gar nicht erst, ja. Ich wollte erzählen, was ich, ne, ich habe die Switch aufgebaut und so. Also, was heißt aufgebaut? Ich habe sie angeschlossen. Und dann, irgendwann habe ich realisiert, hä, eigentlich willst du doch Portal aufnehmen. Dafür benötigst du keine Switch. Dann habe ich mich dumm gefühlt. Dann habe ich gedacht, nee, wenn es schon so losgeht, wenn ich schon jetzt so lost bin, dann lassen wir den Quatsch einfach. Also probieren wir erstmal, ob ich die Switch. Ob ich das Portal. Also ob ich den Laser in die Vergangenheit. Also in die Zukunft. Ich verwechsel auch immer. Leute, ganz wichtig. Ihr könnt euch das grundsätzlich merken. Wenn alles tippitoppi aussieht. Gegenwart. Wenn alles kaputt ist, logischerweise Verfall, Zukunft. Es ist ganz logisch. Könnt ihr euch eigentlich merken, ne? Ah, hier funktioniert dieses... Ah! Aber hier ist dafür dieses Ding offen. Das ist das und das ist... so. Na, hier ist dann... Genau. Und hier muss der rauskommen. Hier müsste der effektiv rauskommen. Das heißt, wir wollen eigentlich ja nur... Das ist doch dann gar nicht so schlimm. Wir wollen den hier... Und wir wollen den mal weg. Den hier. Jetzt ist das im Prinzip durchlässig, ne? So, und das hätten wir jetzt gerne in der Zeitlinie. Ne? So, das hier und hier. Das hätten wir gerne, dass das hier durchgeht. So, jetzt lasst mich mal kurz nachdenken. Das kann ja nicht so schlimm, so schwierig sein. Es ist alles, worum es hier geht. Es geht darum, diesen Laser da durchzuboxen. Die Frage ist also, wie kriege ich es hin, dass ich dieses Portal... Moment, in der Zukunft habe ich jetzt ja hier das Blaue. Na, das ist ja schon da.
Nur hier ist halt kein Laser. Jetzt laufe ich hier praktisch durch in die Ver... Könnte ich das dann nicht von da aus machen? Dass ich... Na, ich kann es ja dann hierhin theoretisch. Kann ich es nicht hier einfach hierhin schicken? Guck mal, der geht gerade hier. Wie kommt denn der eigentlich? So tut der mir eigentlich nicht weh. Ist der nicht normalerweise so, dass der weh tut, der Laser? Ich bin die ganze Zeit so drüber gesprungen. Der tut mir einfach gar nichts. Dachte, die tun weh. Scheinbar tun die nicht weh. Aber wo kam... Wie habe ich den denn dahin gebracht? Ist er in der... Wo kommt denn der daher? Hä? Das ist merkwürdig. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich dachte, die tun weh. Okay, dann tun die hier nicht weh. Ich muss sie doch 100... So, ich bin gerade mega erschrocken. Wieso hat der jetzt einen Moment weh getan? Wieso... Was ist das denn? Wo kommt das Ding her? Hier, warte. Den kann er auch treffen. Ah, der kann den auch treffen. Der kommt hier raus gerade, ne? Ja, der kommt hier raus. Wenn ich halt was zum Umlenken hätte, wäre das alles viel einfacher. Wieso kriege ich den da nicht einfach durch? Du meinst, es ist klar, dass der jetzt da nicht mehr... Nicht, ne? Das ist klar. Ich bin böse verwirrt. Bin ich... Also Leute, bin ich denn komplett bescheuert? Kann doch nicht sein. In der Zukunft sind beide Dinge offen. So, aber Portale, die ich in der Zukunft setze, sind natürlich nicht in der Vergangenheit. Portale, die in der Gegenwart. Vergangenheit gibt es hier gar nicht. Gut, so gesehen ist das, was aus der Zukunft vorher war, die Vergangenheit. Also kann ich euch auch Vergangenheit sagen. So, aber. Das Ding ist... Ich muss ja immer verkehrt rumdenken. Also wenn ich hier aufmache, schießt der gegen sich selbst. Der schießt aus der anderen Quelle. Sozusagen. So. Und hier kriege ich kein Portal hin. Das habe ich verstanden. Und das ist auch, wenn ich es berühre, ja, das macht die weg. Oh mein Gott, ich bin vollkommen lost. Ich kann doch hier und dann kann ich es doch hier rausschicken einfach. Und dann kann ich es doch hier hinschicken. Und dann kann ich es da hinschicken.
war ja vollkommen bescheuert. By now, you might be wondering how it is possible to hear these automated messages, regardless of which timeline you're in. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum das We implanted a small device directly into your brain. That way, you can hear these messages as if they were the voice of your own conscience. Well, they practically are, considering how much of your cerebral cortex we had to remove to make this work. Mein Gott, ich war so lost, es tut mir leid. Also das ist ja... Uff. Das ist ja ein big Uff. Ich hoffe, der nächste Raum läuft besser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, vielleicht sterben wir auch wieder erstmal in dem Zwischending. Das wäre auch steilisch. Kann ich hier hoch? Das sieht jetzt aber mal wirklich nach was Secret-artigem aus. Wenn ich da hochkäme irgendwie... komme ich nicht. Habe ich irgendwo was zum Mitnehmen? Eine Box oder so? Nee. Ich glaube, das ist Deko. Aber es sieht so aus, als ob man da rein könnte. Da hinten geht es halt auch rum. Wenn ich ein bisschen höher käme auf irgendwas, dann könnte ich da vielleicht rein. Aber ich habe nichts. Also, wenn ich jetzt noch irgendwas finde, was man in die Hand nehmen kann und wo man sich draufstellen könnte, würde ich nochmal hierhin zurückgehen. Aber es sieht nicht danach aus. Weil das sieht alles so aus, als ob man hier irgendwie rumklettern könnte, aber wahrscheinlich ist es Einbildung. Nee, okay, da ist nichts. Nee, okay, das sah vielleicht nur so aus. Wie gesagt, sollte ich irgendwelche Secrets mal verpassen, dann, ja. Okay, so, jetzt hoffen wir, dass wir uns besser anstellen. Mehr Laser. Also, Ah, der tut jetzt weh. Wieso der andere nicht? Ich verstehe es nicht. Ist ja wurscht. So, der geht jetzt hier raus. Jetzt kriege ich den in die Vergangenheit. Jetzt geht er auf den nächsten. Jetzt kann ich hier... Ach, ja doch, Vergangenheit passt schon. Jetzt kann ich hier auch wieder Portale setzen. Und den zum Beispiel hier rausschicken. Ach so, jetzt habe ich das Portal in der Zukunft umgesetzt, ne? Okay, also das Portal muss hier sein. Und hier. Oh, jetzt trifft er. Ist das nicht auf einer Linie? Habe ich das so schlecht gemacht? Alter. Ist jetzt auf einer... Nein, es ist nicht auf einer Linie. Wieso ist es nicht auf einer Linie? Was ist das denn? Ach, das liegt am orangenen Portal. Jo. So. Ja, chill. Aber das scheint so nicht zu genügen. Was macht das denn hier überhaupt? Oh, das lenkt um. Ah, ja, klar. Ich wollte gerade sagen, irgendwas fehlt mir. Mir fehlt irgendwas komplett. Ja, jetzt macht es die Sache schon leichter. Die Frage ist auch, in welcher Zeit ich hier das überhaupt machen soll. Nee, Mann, ich soll das in der Zeit machen, wo es keine Laser gibt. Das Ding ist, ich lenke den so natürlich um. Ja. Jetzt sind doch alle an. War doch gar nicht so schlimm. Was? Oh. Ach so. Ach, jetzt gibt's natürlich wieder einen... Ja, klar. Jetzt gibt's... Ja, schon klar. Jetzt gibt's wieder einen aus der Zukunft und einen aus der Vergangenheit. Jetzt setzen wir den aus der Zukunft hier hin.
Dann checken wir uns. Was ist jetzt dein Problem? Ah, lol! Ach so, ja, aber der bleibt ja stehen. Das passt ja. Ja, passt ja. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe nicht nachgedacht. So, und jetzt kann ich mit dem doch hier wieder umlenken. Dahin. Ja, eben. Das war doch jetzt gar nicht. Willst du mich veralbern? Oh, das war doch gar nicht so schlimm. Das lief schon besser. Er sagt auch gar nichts mehr. Jetzt ist er ganz still. Okay. Okay, ist einfach still. Things are about to get a little more complicated in the next chamber. But don't lose hope. Think about this. As long as you don't see your own corpse lying in the future, it is safe to assume that you solved the chamber sometime during the last 20 years. Das klingt doch beruhigend. Ich glaube, das hier ist nur zum Angucken, ne? Das sieht cool aus. Aber ist nur zum Angucken. Ja, das klingt sehr beruhigend, dass es jetzt noch komplizierter wird. Ah ja. Strom sparen. So. Aber so gesehen, sind wir schon in 15 von 25. Also wir sind schon recht gut unterwegs. Ich brauche doch bestimmt erstmal wieder irgendwo. Sag mal. So einen Würfel. Ich überhaupt hier irgendwo so einen Würfel her? Ja, da ist so ein Würfelding. Wie komme ich da hoch? In dem. Ach so. Na gut, lass erst mal in die Zukunft steppen. Weil hier habe ich dann den offenen Portal. Ja, dann kann ich den nämlich hier hinschicken. Und der. Ach so, der macht jetzt eins von denen auf. Ah, wait. Ah, wir brauchen beide. Okay, wir müssen das anmachen und wir müssen das anmachen. Das heißt, ich muss hier eins haben. Ich muss hier eins haben. Ah, shit. Ah, nee, das funktioniert. Weil jetzt kann ich ja hier hingehen. Das ist ja jetzt hier und hier, genau. Und wenn jetzt aus dem Zeitportal das Dings kommen würde. Also von hier aus könnte ich jetzt ja eines dieser Portale ansteuern. Na, zum Beispiel so. Und jetzt geht es hier nämlich auch durch. Und geht hier durch das. Aber das Orangene brauche ich hier. Das Orangene darf ich jetzt nicht umsetzen.
Weil wenn ich jetzt das Orange nicht hier setze... Oh, lol. Lasst mich mal kurz eruieren, wieso das jetzt funktioniert. Ich hab's gerade nicht... Ach so, weil ich in der Vergangenheit... ja, hier habe ich nichts umgesetzt. Hier ist das Orange ja noch da. Das heißt, hier geht jetzt durch das Zeitportal. Das hier ist der Ausgangspunkt. Hier kommt er raus. Das hier ist überhaupt nicht relevant. Das ist der zweite Laser, den wir gar nicht nutzen. Wir nutzen diesen Laser hier. Den zweiten nutzen wir gar nicht. Und können damit jetzt... hier an, die Box rankommen. Dann haben wir schon mal die Box aus der... Okay. Entschuldigung. Ja, dann müssen jetzt die schon mal nicht mehr an sein. Also der kommt hier raus. Ja, Moment, aber dann kann der ja einfach... Ah, hier kann der nicht. Moment, was passiert, wenn ich den da oben... Ah, das ist eine der Zielbedingungen. Okay, das ist eine der Zielbedingungen. Was ist da noch so oben? Nix weiter. Achso, ist das ein Schalter? Wo geht das Ding hin? Ich glaube, das ist ein Schalter oder so. Ach, guck mal, da ist 3, 2, wo ist die 1? Ach, 1 hier. Ja gut, okay, das ist das... Ja, na gut, klar, das ist das Letzte, was ich machen muss. Habe ich verstanden. Ah, und hier ist wieder so ein Würfelding. Ich habe es übrigens falsch gemacht. Man kann die Würfel so dann hinsetzen und dann kann man die oben nehmen. Ich habe den von da oben, von unten, aber es ist das Gleiche, es funktioniert. Hat beides funktioniert, also insofern ist es egal. So, das Ding ist aber, ich brauche bestimmt auch noch den Würfel aus der Gegenwart. Ah, wait! Ich kann es ja hier anmachen. Der kommt hier raus, ne? Welches Portal würde denn da funktionieren? Das funktioniert nicht. Wenn er von da schief ankäme. Also er kommt hier raus. Das ist der Ausgangspunkt. Da kommt er raus. Dieses... Ja gut, aber den habe ich ja zusätzlich hier. Ich habe ja diesen hier. Den habe ich ja sowieso. Ich habe ja hier noch 2 Portale mehr. Das heißt, ich kann doch einfach einen da rauslassen. Und ich kann immer noch mit dem hier das hier machen. Das ermöglicht mir jetzt hier die Treppe. So. Und hier bräuchte ich jetzt den Würfel hier oben. Das heißt, ich könnte eine Sache jetzt auf jeden Fall machen. Ich könnte den hier einfach raus... Das war der falsche. Scheiße. Ja, also ich könnte von hier aus könnte ich den einen aufmachen. Jetzt bräuchte ich nur noch die Box hier oben. Das heißt, ich muss es jetzt noch irgendwie hinkriegen, die andere Box auszulösen. Und da haben wir jetzt natürlich das Problemchen.
dass ich den Laser hier brauche, weil hier kommt der Laser ja... Oh, shit. Hier kommt der Laser ja her. Also den Laser, sag ich. Dieses Portal brauche ich. Das ist unüber... Also, ja, da kommt der Laser her. Ich habe hier halt nur eine Strecke, die... Ah, aber ich kann... Okay. Ich kann ja jetzt hier... Ich glaube, ich hab's. Ich kann hier nochmal eine neue Situation aufbauen. Und jetzt... kann ich den hier... Ich muss nachdenken. Ich muss ein bisschen durchprobieren. Ich kann den hier rausschicken und ich kann hier ein neues Zeitportal aufmachen. So. Und jetzt müsste Folgendes passiert sein. Jetzt müsste ich hier zwei Laser haben. Kann ich nämlich den hier mitnehmen. Kann damit den Kollegen hier ansteuern. Bitte beweg dich nicht, danke. Und kann jetzt das blaue Portal auf den hier richten. Jetzt hat es den einen ausgemacht. Arsch. Wieso hat's jetzt... Was war jetzt mein Denkfehler? Jetzt ist der hier unten weg. Ha, lalalalalalala. Der kommt hier raus. Ich wollte ihn aus der... Ach so. Ach so. Ja. Ich wollte... Ah! Wie hoch ist das eigentlich? Das geht bestimmt nicht. Natürlich nicht. Natürlich geht es nicht. Kann ich denn eigentlich so? Okay. Ja, das ist nicht, was ich wollte. Ich hätte halt gedacht, ich kann... Oh Mann, wieso geht das nicht? Was habe ich falsch gedacht? Also ich kann doch den hier rausschicken. So, jetzt habe ich doch hier zwei. Wieso kann ich jetzt nicht einen davon da hochschicken? Wieso bricht es den hier ab? Das ist ja das Richtige. Ich muss immer überlegen, welches das aus der Zukunft, welches das aus der... Da ist das aus der Gegenwart. Da ist das aus... Okay. Wenn ich jetzt hier das Blaue hochsetze, gehen beide weg? Dann geht das wieder weg.
So habe ich beide da. Ich bin wie doof, ne? Aber das hier kommt doch aus der... Genau. Dieses... Ja. So, ich setze jetzt mal hier. Und dann setze ich hier. So. Okay. Jetzt haben wir erstmal wieder die Situation. Dass das hier so rausgeht. Okay. So. Jetzt wollen wir das aber natürlich nicht da haben, sondern wir wollen es ja hier drüben haben. Also gehe ich in der Vergangenheit... Quatsch, in der Zukunft gehe ich her und mache hier ein Portal auf. So. Und dieser Laser kommt jetzt aus der Zukunft. Und dieser Laser ist jetzt auf dem blauen Portal von der Zukunft. So. Unabhängig, wo ich dieses Ding gerade habe. Das kann ich auch hier hinsetzen. So. Ah ja, ich brauche es aber natürlich hier hinten, weil ich da ja den Laser in der Gegenwart aktivieren muss. So. Dieses blaue Portal ist jetzt ja hier. Wenn ich jetzt hier das Orangene auslöse, müsste der hier rausschießen. Nur da will ich den eigentlich ja gar nicht haben. Wartet mal kurz. Ah, das ist aber das Portal aus... Ja, genau, richtig. Dieses Portal hätte ich gerne hier. Aber habe ich damit jetzt... Stimmt, damit habe ich das jetzt wieder umgesetzt. Oh. Jetzt ist aber das wieder weg, ne? Ah, das gibt's doch nicht. Wie komme ich denn in der... Gegenwart an diesen Würfel hier ran. Ach so, ja. Ah, das ist jetzt... Jetzt habe ich gar kein Zeitportal hier, was ich setzen kann. Das ist natürlich doof. Jetzt habe ich hier gar kein Zeitportal, was ich setzen kann. Das ist natürlich blöd gewesen. Kann ich das irgendwie... Oh! Okay, ich kann... Okay, das geht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist interessant. Dass das möglich ist. Jetzt habe ich ja das mit dem Orangenen, habe ich jetzt ja den in der Hand. Also den kann ich jetzt überall hinschicken. So.
Gott sagen, wo bleibt der denn jetzt hängen? Ja, und jetzt habe ich beide hier. Jetzt passt die Geschichte doch. Das hat das vorher nicht funktioniert. Man weiß es nicht so genau. So, jetzt haut's den aus der... Ja, ne, jetzt haut's den natürlich erstmal weg. Ist logisch. Aber jetzt haben wir beide zur Verfügung. Und jetzt muss ich mit dem hier wieder alles aufbauen. Und dann brauche ich nochmal den aus der Vergangenheit. Beziehungsweise der aus der Vergangenheit liegt jetzt ja da, wo der auch liegt. So ist ja richtig, so ist ja richtig. Der liegt jetzt ja automatisch da, wo der auch liegt. Das heißt, damit habe ich den ja theoretisch geholt. Damit kann ich den ja jederzeit holen. Weil der ist ja jetzt einfach da. Ach, so ein Ding ist das. Und jetzt muss ich nur noch hier das gleiche bauen, was ich schon in der Zukunft gebaut habe. Ich muss nur das gleiche nochmal bauen. That's all. Das heißt, ich habe das orangene Portal. Das verändert nichts. Das kann ich hier hinsetzen. Jetzt ist der zweite jetzt wieder weg. Ach, weil ich diese... Nee, jetzt passt's wieder. Jetzt passt's wieder. Jetzt hole ich mir den Würfel. Der jetzt halt hier schon liegt. Darf er ja. So. Mach damit den an. Damit geht die Treppe hoch. Dann hole ich mir den Würfel. Setz den auf den Schalter drauf. Und jetzt hole ich mir den orangenen. Ich muss nur den richtigen setzen. Dass der den da oben auslöst. Müsst du mir jetzt gerade sagen, der ist nicht hoch genug? Müsst du mir gerade sagen, der Laser ist zu niedrig? Ist es das, was du mir gerade mitteilen willst? What? Ist das Portal, wo der Laser anfängt? Come on. Okay, wir können das noch, wir können das noch saven. Es ist alles gut. Ich kann den wieder hier hinsetzen. Ich komme hier jederzeit. Ich komme hier gleich nochmal hoch. Das müsste funktionieren. Ist das Portal echt... Gott. Muss das blaue Portal weiter runtersetzen, oder was? So? Was so? Macht das gerade echt an der Höhe vom Portal? Aber der ist halt recht niedrig. Oh Gott. Jetzt komm mal hier mit, Kollege. Wie kriege ich jetzt den da wieder rein, indem ich dieses Orangene hier hinsetze? Ja, jetzt habe ich wieder beide. Jetzt ist der wieder an, jetzt geht's hier wieder hoch. Jo, wie kriege ich den denn höher?
ist denn jetzt mein Fehler? Wie kriege ich den denn höher? Also jetzt bin ich böse verwirrt. Hä? Kriege ich den denn höher? Ich meine, ich kann. Der hier rauskommt, ist der hier reingeht. Ich sehe schon, dass der sehr weit oben ist. Alter, das ist doch kacke. Ach so. Ich muss den in der Zeit weiter rum. Bin dumm. Ich habe ihn in der Zeit weiter runtergesetzt. Ich hätte ihn aber in der anderen Zeit weiter runtergesetzt. Oh mein Gott. So, jetzt aber. Jetzt geht der wieder runter. Ey, das war ja gerade. Ne? Jetzt habe ich den... Oh. Das war ja... Ich bin gerade voll erschrocken. Ich dachte so, ich habe irgendwas falsch gemacht, aber ich war einfach dumm. Und jetzt geht der hier oben rein. Und der ist jetzt einfach ein Block zum da draufstellen. Juhu! Well, you solved it. Congratulations. Und hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.